herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der TuS Koblenz gegen den Karlsruher SC. Begrüßen möchte ich auch die beiden Trainer, Markus Schupp und Patrick Sander. 90 turbulente Minuten liegen hinter uns. Herr Schupp, bitte. Ja, ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Ich denke, wir haben Koblenz nicht nur in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten Halbzeit dominiert. Wir haben uns von Anfang an sehr viele Möglichkeiten herausgespielt, die wir nicht am Ende genutzt haben. Und den Gegner nach einer Einzelführung selbst wieder aufgebaut haben, selbst ins Spiel gebracht haben durch Unkonzentration, durch nicht die richtigen Entscheidungen treffen, durch nicht den Druck aufrechtzuerhalten, den wir sofort im Spiel hatten. Wir haben da nicht nachgesetzt nach dem 1-0. Ich denke, die Chancen wären da gewesen, in der ersten Halbzeit das Spiel schon zu entscheiden. Deswegen ist es für mich am Ende gefühlt wie eine Niederlage. Man muss Markus Müller sich bedanken, dass er den zweiten Elfmeter da hält. Dann steht es 3-1 für Koblenz und wir fahren mit leeren Händen nach Hause. Das habe ich den Spielern auch gesagt, wir können in keinster Weise zufrieden sein. Bei allem Respekt vor der TuS haben wir unsere fußballerischen Qualitäten, die wir deutlich gezeigt haben, bin ich der Meinung, nicht in Tore ummünzen können, wie so oft. Wir spielen bis zum Tor schön, aber schließen dann nicht konsequent ab. Okay, wir müssen aus diesen Situationen müssen wir lernen, auch schnellstens. Es ist diesmal nochmal gut gegangen mit dem einen Punkt. Was positiv ist, dass wir eine kleine Serie jetzt gemacht haben, seit vier Spielen nicht verloren haben. Mit 3 Punkten heute hätte ich gesagt, wir sind durch, wir halten die Liga, wir bleiben drin. Mit dem einen Punkt, glaube ich, sind wir noch nicht gerettet. Ich wünsche dem Patrick und seiner Mannschaft viel Glück für die letzten Spiele, dass die nötigen Punkte noch geholt werden. Vielen Dank, Herr Schupp. Patrick. Ja, danke erstmal. Ja, ich habe das Ganze natürlich ein bisschen anders gesehen. Ich glaube, wir haben in 30 Minuten eine katastrophale Anfangsphase hingelegt, wo man extremst gemerkt hat, unter welchem Druck diese Mannschaft Fußball spielen muss und all das vermissen lassen hat, was wir uns vorgenommen haben. Das war das erste Mal, dass es so extrem war. Und wir können uns da wirklich in diesen ersten 30 Minuten beim KSC bedanken, dass wir nur 0-1 hinten gelegen haben. Und dann ist richtig, dass aus einer Situation heraus, wo eigentlich langer Ball ist und wir dann das 1-1 erzielen. Freut mich für den Edmund, für den Stürmer, ist immer gut, wenn man Tore erzielt. Und dann haben wir in der Halbzeit wir haben etwas umgestellt. Wir haben eigentlich auch daran appelliert, dass man so als Verlierer vom Platz geht. Aber was in der Mannschaft steckt, hat man dann gesehen, wie sie dann schon marschiert ist, wie sie dann versucht hat, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben, nämlich enger Mann zu sein, auch den Spielern vom KSC so ein bisschen diese Lust und diese Freude am Fußballspielen zu nehmen. Man hat gesehen, dass dort im Mittelfeld, dass da Fußball gespielt werden kann, wenn man sie zulässt, und wir haben zu viel zugelassen. Und dann, Elfmeter, 2-1 Führung, 3-1, Deckel drauf, erledigt und wir sitzen anders hier. Von der Dominanz konnte ich dann bei weitem nicht mehr erkennen. Dass man dann logischerweise in diesem, nach diesem 2-2, was, also ich sag's, im Profibereich nicht fallen darf, kann man das Spiel sogar noch verlieren. Aber da mussten wir dann aufmachen und mussten versuchen, auch ein bisschen mit der Brechstange zu kommen, auch nochmal mit dem Wechsel und mit der Chance von Stieber oder auch mit der Gelegenheit von Marvin Puri, der eigentlich nur durchstecken muss zum Erwin Skela, der dann alleine vorm Tor steht, hatten wir dann sogar noch die Chance, das
Spiel für uns zu entscheiden, aber das sollte wohl an dem Tag nicht sein. Aber Fakt ist, dass es keine Vorwürfe gibt an Mate, der ein sehr, sehr sicherer Elfmeterschütze ist und ein erfahrener Mann. Da gibt es also keine Vorwürfe meinerseits. Das war der Knackpunkt, okay. Aber wenn ich dann mit diesem Negativerlebnis des verschossenen Elfmeters mich bis zur, weiß ich nicht, 83., 84. Minute rette und dann ein Freistoß, der nun weder scharf noch, was weiß ich, vors Tor eigentlich mehr oder weniger gehoben wird, da muss ich präsent sein. Und da ist mit dem Chrysantos noch ein Stürmer von Karlsruhe außerhalb des Spielfelds. Wir haben da, glaube ich, insgesamt 1 Meter Größenvorteile. Und dann kommt der kleine Staffel und kippt das Ding ein. Dann muss man sich zum Schluss dann nicht beklagen, dass es 2-2 ausgeht. Was dieser Punkt wert ist, werden wir sehen. Jetzt sind alle niedergeschlagen, ist normal, enttäuscht. Aber wir haben noch 3 Spiele und wir kämpfen bis zum Schluss. Sind jetzt ein bisschen abhängig von dem Ergebnis morgen, was da in Rostock passiert. Und schauen wir einfach weiter. Aber die Mannschaft lebt, da steckt Moral drin. Sie hat wieder den Rückstand gedreht. Und darauf müssen wir aufbauen, darauf müssen wir auch vertrauen. Und dann eben schauen, dass wir in diesen noch ausstehenden 3 Spielen so viele Punkte wie möglich holen. Danke. Vielen Dank. Sie haben nun die Möglichkeit, den Trainern Fragen zu stellen. Dazu stünde Ihnen ein Mikrofon zur Verfügung. Ich bitte um Handzeichen. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Das sieht nicht so aus. Dann noch ein kurzer Blick auf die übrigen Ergebnisse. Augsburg gewinnt gegen MSV Duisburg 2-0. Kräuter Fürth trennt sich von Paderborn 1-1. Ich darf unseren Gästen eine gute Heimreise wünschen, Ihnen sicherlich auch. Wir sehen uns am 2. Mai wieder. Dann spielt die TuS gegen den 1. FC Kaiserslautern. Danke.